Hi, hier ist der Frank vom footblog-hamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video von uns. Wir machen heute aus diesem wunderschönen Spitzkohl eine Spitzkohl-Hackpfanne. Die Pfanne ist natürlich nicht die Pfanne, sondern der Inhalt der Pfanne ist natürlich wieder Low Carb, wie unsere ganze Serie. Jetzt kommt erstmal unser Jingle. Als erstes brauchen wir unseren Spitzkohl. Da entfernen wir einfach mal die äußeren Blätter, damit wir schon mal den gröbsten Schmutz los sind. Und dann müssen wir den einmal kurz abwaschen. So, der Spitzkohl ist jetzt abgewaschen. Ich schneide den jetzt einmal in der Mitte durch. Ach, ich bin zu schwach heute. Das ist aber richtig hart, ne? Der ist richtig hart, ja. Aus Beton. Ja, letzte Woche, der war einfacher zu schneiden. Als erstes müssen wir hier von dem Spitzkohl den Strunk rausschneiden. Großzügig, weil das ist das, was hier auch gerade so hart ist. Nachdem ich den Strunk jetzt hier hinten rausgenommen habe, schneide ich den jetzt hier einfach in mundgerechte Stücke auf. Also nicht super fein, wie wenn wir so einen Krautsalat machen. Der kommt jetzt aber auch wenigstens. Zeit. Ich habe neulich einen Krautsalat gemacht. Das Video kommt aber hier nach erst. Das gab es. Was haben wir da dabei gemacht? Egal. Auf jeden Fall haben wir da einen Krautsalat gemacht mit Karotte drin. War auch sehr lecker. Da haben wir das Ganze natürlich viel, viel feiner geschnitten. Achso, mit Hähnchen. Mit Hähnchen war das? Ja. Na, wir werden es ja sehen. Oder ihr werdet es sehen. Wenn ihr uns treu bleibt, wo wir gerade dabei sind, treu bleiben. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, wenn ihr uns ein Like geben würdet, wenn euch dieses Video gefällt. Die Glocke anmachen, damit ihr kein Video von uns verpasst. Und ich tue jetzt mal eben schnell meinen Spitzkohl hier in die Schüssel. So, Spitzkohl ist klein geschnitten, liegt jetzt hier in meiner Schüssel. Ich schneide mir jetzt eben schnell noch eine rote Zwiebel auf. Irgendwie bin ich schwach. Oder mein Messer ist stumpf. Kann natürlich auch sein. Ihr findet natürlich wie immer die Einkaufsliste unten in der Description Box. Da steht genauestens geschrieben, wie das ganze Gericht funktioniert, wie man es alles macht. Und natürlich auch alle Mengen, was wir hier verwenden, um das Rezept zu machen. So, die Zwiebel schön runterschneiden. Ich glaube, mein Messer ist stumpf. Mein Messer ist stumpf. Ich muss mein Messer dringend schärfen. Geht hier überhaupt nichts mehr. Wir mögen es ja immer ein bisschen deftiger. Deshalb schneide ich mir mal eben schnell mit meinem stumpfen Messer hier noch eine Chili runter. Wenn ihr auch Chili wollt, aber nicht ganz so scharf mögt, dann schneidet die Chili bitte einfach in der Mitte einmal auf, nehmt einen Löffel und entfernt einfach die Kerne daraus. Habe ich in früheren Videos, glaube ich, schon ein paar Mal gezeigt. In eines meiner nächsten Videos werde ich es wieder zeigen. Dann ist das nicht ganz so scharf und sonst halt nur eine halbe. So, ein bisschen Olivenöl. Unser Lieblingsolivenöl habe ich gekriegt von der Kollegin. Schöne Grüße an die Kollegin, ist gerade im Urlaub. Damit braten wir jetzt uns schön unser Hack an. Ich habe jetzt einfach nur Rinderhack genommen. So, das Hack sieht schon ganz genial aus. Da tun wir jetzt schon mal die Zwiebel und mein Chili zu. Und dann können wir jetzt da auch schon den Spitzkohl zutun. So, dann brauchen wir noch 2 Esslöffel Tomatenmark. Das ist meiner Meinung nach eine so eine Dose. Das war jetzt ja ein richtig reichlicher Löffel.
Ich mache die Dose eigentlich einfach jetzt leer und gut ist, das reicht. Das rühren wir da jetzt noch schön drunter. Und dann muss das alles einmal richtig schön anrösten, damit das schön Aroma entwickelt. Ich werde das jetzt ablöschen mit 250 Millilitern Gemüsebrühe. Das muss jetzt da so vor sich hinköcheln, ein bisschen runter reduzieren, bis unser Spitzkohl die von uns gewünschte Konsistenz hat. Ich tue da jetzt so ein bisschen Paprika drüber. Und dann kommt da jetzt noch ein bisschen Pfeffer und Salz dran. Pfeffer, Salz und Paprika sind dran. Jawohl. Und ich muss gleich bestimmt niesen, weil der neue Pfeffer, boah, ungefähr 10-12 Minuten vor sich hingegart. Ich finde den jetzt klasse. Herd aus und anrichten. Das sieht gut aus. So, jetzt machen wir uns hier in der Mitte so eine kleine Mulde. Ich bin noch ein Ferkel, ey. Und da kommt ein bisschen ein bisschen griechischer Joghurt rein, so als Kontrast. So, ein Klecks Joghurt da rein. Fertig. Genau, fertig sind wir mit unserem Spitzkohl-Hackpfanne Low Carb. So ein bisschen griechisch angehaucht, jetzt mit dem griechischen Joghurt da in der Mitte. Super lecker, super schnell gemacht, auch einfach, ist auch echt was für Leute, die nicht so besonders gut kochen können, aber ein super leckeres, schönes Gericht. Eigentlich könnte ich dazu ja wieder schnell eine Nummer sagen, ne? Aber dann kupfere ich da ja von jemandem ab, das wollen wir nicht, nein. Also, ich finde, es ist ein schnelles, gutes Gericht, was man sehr gut essen kann. Wir wollen das jetzt auch essen, deshalb mache ich meinen Abspann jetzt auch super schnell. Ihr findet die komplette Einkaufsliste mit dem Rezept selber unten in der Videobeschreibung drin. Darunter dürft ihr uns natürlich super gerne Kommentare schreiben. Gebt uns einen Daumen, vergesst nicht, das Glöckchen anzumachen und uns zu abonnieren. Und ja, das war's sogar schon für heute. Und ich sage tschüss. Und Frank von footbockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.